Und damit möchte ich euch herzlich willkommen zu Folge 61. Ja, die letzten 60 Folgen waren ja wieder super technikreich. Nein, es ist nicht viel passiert. Denn wir sollten mal langsam die Zeit begeben, dass wir in die Hölle reingehen. Und das werden wir jetzt auch tun. Ich werde mich noch mit Essen bewaffnen. Das habe ich. Wie sieht meine Rüstung aus? Ich habe hier nichts drauf, das ist klar, weil hier entweder Jetpack oder was anderes drauf kommt. Vielleicht ein Helm oder ein paar Schuhe noch. Das können wir eigentlich noch machen. Denn ich brauche eigentlich auch Rubber. Denn der Grund ist, ich würde gerne diese Fist doch bauen. Aber dann brauche ich ja wieder andere Materialien dazu extra. Das ist natürlich auch ein bisschen blöde. Lassen wir das mal von außen weg. Aber ich brauche jetzt immer ein paar Schuhe. Und Helm oder sowas. Zumindest, aber ich hatte glaube sogar noch einen Helm, aber das ist eigentlich auch Furz jetzt gerade. Also ich habe ein bisschen Rüstung noch im Inventar und komme mit dem Jetpack ganz gut klar. So, den tun wir erstmal irgendwo anders hin, den klatschen wir uns vielleicht hier oben gegen. So, Dankeschön. Dann kann ich den mir ab und zu mal wegnehmen. So, seid ihr jetzt hier richtigen Wabba-Bäume? Ich glaube mal schon, ne? Genau, das sind die richtigen, die ich suche. Das passt doch super. So, in die Hölle könnte ich eigentlich mal hier ein bisschen Cobblestone mitnehmen. Ah ne, das Eisen darf hier nicht rein. Das muss hier rein. Kisten habe ich zur Not mit. Ich habe Axt, ich habe diese Axt mit. Ich habe Kettensäge und sowas mit. Das sollte ich eigentlich mit locker auskommen. Da werde ich, glaube ich, keine Probleme mit haben. Gut, dann gehen wir in die Hölle rein. Und let's go! Oh, stopp. Ein Bogen und sowas habe ich auch mit, ne? Ja, ich habe, glaube ich, einen Bogen auch mit. Zur Not. Ich bin gerade so tierisch am Überlegen. Ich mache mal hier eine Tür und so was nehme ich auch noch mit. Das, das. Und ein bisschen. Ja, Holz brauche ich eigentlich nicht. Das fackelt da hinten sowieso ab. Gott, ab in Hölle. Hölle. Ja, haha. Ja, haha. Ja, hoho. Ja, hoho. Yep. Jawoll. Da sind wir endlich. So. Dann machen wir erstmal hier vorne ein bisschen was hin. So. Da sind so Schweinchen. Also die Welt hat hier noch nicht geladen. Muss erstmal hier ein bisschen laden lassen. So. Hallo. Komisches Schweinchen. Wie viel kriege ich denn da raus? Da kriege ich auch nur einen raus. Gut. Also lohnt sich das nicht. Dann nehmen wir hier einfach unseren Drill. Oh, hier sind noch Erfahrungspunkte, okay. Sammeln wir mal gleich mit auf. Denn wie gesagt, ich bin jetzt hier nur heiß drauf, hier Netherquarz mitzunehmen. Ja, da könnte ich. Ja, ich warte auf, eigentlich auf Glück 3, aber können wir jetzt auch nichts gegen machen. Dann müssen wir das halt so machen. Und so schön einzeln daraus was rausnehmen. 15 Stück. Da würde ich mal sagen, ich nehme den Slot davon. Und gucke dann immer, wie viel ich davon habe. So. Was bist du denn da unten? Ich habe Angst, da runter zu gehen. Hohoho. Ach so, das sind diese komischen Blumen. Okay. Aber da kann ich, wie gesagt, nichts mitmachen, oder? Ne. Da werde ich mal nachher schauen, ob ich damit irgendwas super duper anstellen kann. Ach, hier ist ja auch nichts los. Komm, wir machen hier mal Monster an. Ja, da sind doch schon ein paar Monster auf dem Bildschirm. Und ich höre schon die geilen Ghasts wieder hier. Die nervigen ollen Dinger. Dankeschön. Level 15, jawoll. Das hat noch einer gewesen, nein.
Da kommen wieder die Erfahrungspünktchen super geflogen. Wie gesagt, da müssen wir auch mal wieder was mit tun mit den Punktchen. Aber die gehen auch relativ viel schnell. Sehe ich gerade beim Netherquartz sammeln hier. Kommen relativ viele Pünktchen angeflogen. Ja, schon wieder Level 19, krass. Das kann ich irgendwie komischerweise nicht abbauen, ich weiß auch nicht warum. Nicht mal mit dem Diamantdrill. Obwohl es eigentlich funktionieren sollte. Naja. Lass mal dahingestellt. Oh, Level 20, jawohl. Im späteren Verfahren gibt es extra so Bienen, die Erfahrungspunkte droppen. Dazu muss ich aber erst, glaube ich, ins End. Und die Enderbiene holen. Und dann würde das, glaube ich, damit klappen. So, jetzt müssen wir mal ein Jetpack schnappen. Boah. Was ist mit meiner Maus denn hier los? Aha. Oh, einen Stick haben wir schon. Ah, da brauche ich noch mehr. Das steht nicht aus, dass ich nur mehr als einen Stack brauche. So 2, 3, 4, 5, 6 gehen auf jeden Fall schon mal durch für den Anfang. Und dann nochmal weitere 10 Stacks Minimum. So allein in die Produktion, in alles, was dabei gibt. Deswegen war ich eigentlich auch drauf und dran, bei den Villagern eine besondere Biene mitzuholen. Aber da werde ich gleich wohl drauf es hinzukommen. Ja, ist ja gut. Achso, die tun sich da unten weh. Es passiert eigentlich nichts mit den Schweinchen hier mal. Da ist Glowstone. Den können wir auch direkt mitnehmen. Ja, schön. Da ist ein komischer Slime. Das ist ja auch hier auftaucht, wundert mich eigentlich. Naja. Lassen ruhig hier rumkraxeln. Der tut mir eh nicht viel, der bis der da rumgehüpfelt ist, dauert das bei dem Moment. Zitter. Da kann ich eigentlich auch ganz gemütlich die Kettensäge benutzen. Das geht hier ruckzuck. Dankeschön. Oh, ist das... Nein. Ah ne, das ist dieser komische Sand. Ah ne, das ist ein... Das ist der Busch. Dankeschön. Denn ich suche noch die Höllenbienen. Oh, jetzt kriege ich die ganzen Pflanzen hier oder was? Darkwood. Boah, wo kamst du denn her? Heilige Scheiße. Heiliger Mist. Hohoho. So, ich brauche mal mein Pack. Da können wir erstmal hier unnötig was reinwerfen. Gut, das ist klar. Das habe ich hier noch im Inventar. Die kommen wieder hier rein. Dann ist das schon mal okay. Das nehme ich auf jeden Fall noch mit. Und hier könnten wir eigentlich... Ich weiß nicht, kriege ich da Schaden? Kann ich mich drauf stellen? Nein. Gut. Dann sammeln wir das auch mal ein. Da gibt es nämlich Knochenmehl raus. Ihr seht, gibt es hier so großes Knochen... Also Knochenfragment, kleines und großes. Und dann kriegt man halt jeweils wieder 12. Ich glaube 6 und das kleine gibt 3 Knochenmehl. Also einmal so abholzen und ihr habt einfach definitiv ein bisschen genug Knochenmehl erstmal für den Anfang. Wenn ihr das so machen wollt, geht auch ganz fix hier eigentlich weggekloppt. Ich glaube, ihr könnt da sogar eine Steinspitzhacke für benutzen. Gab es denn noch ein viertes? Ne. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, Knochenmehl schnell bekommen, wenn man hier keine Skelette abkloppen will. Einfach das benutzen und ihr habt Knochenmehl. So. Aber ich stehe gerade gemütlich drauf, denn die Folge ist schon beendet. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Flash oder der P und tschüssen.